FIFA seit endlich draußen. Wir spielen es an. Demo frisch geladen. Zum ersten Mal gerade erst geladen. Apropos FIFA 18. War wir verschenken was? FIFA 18. Ah, wir verschenken es, genau. Verschenken wir die Demo? Nein, ich glaube schon, das ganze Spiel. Wir verschenken das Spiel. Es funktioniert so. Wir spielen FIFA 17 gegen jeden von euch einmal. Danach schneiden wir das schönste Tor, das ihr geschossen habt, in einem Video zusammen und lassen euch wählen, wer hat das schönste Tor geschossen. Funktioniert dann bei dem Video wie folgt. Wir kommentieren drunter erstes Tor von dem und dem. Und das sollt ihr, eure Freunde, Bekannten, alle liken. Und somit wird dann das schönste Tor quasi auserwählt. Und der Gewinner vom schönsten Tor kriegt FIFA 18. Das heißt, animiert alle eure Freunde, alle eure Bekannten, die sollen für euch stimmen, wenn ihr das schönste Tor geschossen habt. Genau, und jetzt genießt die Folge. Wir spielen FIFA 18 an. Let's go. In FIFA 18. FIFA 18 Demo endlich drin im Menü und ich nehme natürlich Real. Ich würde auch gerne Real nehmen, geht aber nicht. Also nehme ich PSG. So, mal sehen. Ronaldo ja der beste Basic-Spieler im ganzen ja, FIFA. Ja, sehr gut. Mal sehen, wie er sich spielen lässt. Schauen wir uns gleich das Teammanagement an. Teammanagement. Ja. Im laufenden Spiel, das haben sie den Schnellwechsel gemacht. Man muss nicht mehr in Start gehen und den Wechsel eintippen. Genau. Man kann diesen Wechsel quasi vorprogrammieren und dann mit RT, das ist bei Xbox vorne. Genau, Xbox hier vorne. RT und A kann man dann. Scheiß Xbox. Sehen, kann man den Schnellwechsel dann bestätigen, genau. So, Taktik probiere ich mal. In hoher Druck bin ich am Schluss in FIFA 17 ganz gut gefahren. Also gegen den Danny reicht es, glaube ich, immer. Das wäre übrigens. Erstmal ist FIFA 17. Man sieht jetzt ganz eng, also FIFA 18, die Aufstellung ist wirklich ganz eng beisammen. Mal schauen, ob es in-game dann genauso ist. Minigame, geiles Minigame. Ja. Gleich daneben. Na, auch denn, was geht? So! Ah, du kannst jetzt beim Anschluss entweder gleich nach hinten oder du holst du mit RT klassisch, wie bei FIFA 17, den Spieler zum Fail. Anschluss. Nein! Fail! Was für eine das Chance, geht nicht, also Opfer. Im neuen FIFA kann ich nicht gleich verlieren. Okay, was schon mal gar nicht geht, ist mit R1 den... Was für ein Tor! Was? Das war ein Tor? Was für ein Tor! Das habe ich ja nicht mal gesehen. Boah, ich bin gleich am Anfang zerlegt hier ein geiler Skill-Move. Hier beim Tor zeigt er die Kameraeinstellung. Er geht beim Weitschuss jede Kameraeinstellung durch. Schaut einfach geil aus, muss man sagen. Ist schon was fürs Auge, muss man sagen. Ja. Schönes Tor. Was ich aber sagen wollte, R1 funktioniert nicht mehr so gut, dass du dir die Spieler, die Verteidiger quasi an den Mann holst. Ich spiele wieder erster Mensch. FIFA 18 ist nicht mein Spiel. Leute, ich bleibe bei FIFA 17. Also passen kann man easy, ohne Probleme. Langsamer ist das Spiel, oder Danny? Es fühlt sich schon. Ich kann auch gar keine Eindrücke halten. Wow! Ein seltsames Tor! Wo war meine Verteidigung? Einfach klasse herausgespielt. Schöner Pass. Zucker! Was Zucker. Ist da los? Ein Zuckerpass. Da war ich kurz abgelenkt mit meinem schönen Gameplay. Ja. Wo Isco? Frank! Weg! Warum ist Bang. Ich... Nein. Ah, der war doch im Tor ja, drin. Überhaupt nicht da. Was, der eigene Spieler? Wie spielt sich Neymar, ist die Frage. Ah ja, du hast den Neymar drinnen. Ja, ich hab den Neymar drinnen. Ich muss aber so passen können. Da. So, Cover mal. Ein kleiner Trick mit dem Neymar. Ich probiere mal seine Skill-Moves aus. Neymar spielt sich gut. Hat sich aber auch im 17er schon gut gespielt. Also, nichts Neues. So, Push! Wow! Was, ja! Das wär's aber gewesen. Was für eine Verteidigung. Ich vergewaltige easy, die easy, Taste. Easy. Der ist 2:1. 2:1, jawohl. Ganz schön. Also das Spiel müssen wir auf jeden Fall noch verbessern. Verteidigung, ja, Spiel musst du verbessern. Verteidigung kommt mir vor. Wenn du den Laufpass spielst, kommen die nicht mehr mit. Oder Danny, wie ist das? Ich meine, du hast das Tor bekommen. Wenn man den Laufpass spielt, der Verteidiger kommt nicht zurück, oder? Ich habe auch das Gefühl, die haben das Spiel langsamer Rücken, gemacht. Wenn der mit dem Rücken irgendwie ist zum Stürmer, zum Tor, geht nicht. Okay, R2, L2,
geht fast kaum. Habe ich gerade probiert. Spielt sie nicht wirklich. Muss auch dazu sagen, das ist nicht meine gewohnte Konsole, also deswegen kann ich nicht so viele... Gute alte Ausrede. Nein, deswegen kann ich nicht so viele Eindrücke hergeben, weil ich generell auf der Xbox nicht so gerne spiele, ehrlich gesagt. Schwimm ich herum, wo seid ihr, oh, Leute? Oh nein, das war natürlich nichts. Und out. Keine Ecke. Na, der stolpert, aber was ist denn los? Das wird nicht dein Jahr, Danny, das wird nicht dein Jahr. Xbox will ich wahrscheinlich nicht starten. Zucker-Tor, Wahnsinn, das war mit Neymar, das ist mal ein geiles Tor. Ah, mit L1 habe ich das gemacht, nicht Rabona. Das ist normaler Heber. Ja, gratuliere zu dem Tor, ja, ja, ja. War schön. Also das Jahr beginnt schon mal gut, das FIFA, ja, kann ich mir... Ja, der pfeift doch instant ab, wie soll man das spielen können? Rage Mode von Daniel. Das schmeckt man nicht. Das hieß er, wir überlegen. 65% Ballbesitz, er ist überlegen. Du kennst dich selber nicht aus. Nein. Das ist Vergangenheit. Wenn der mit dem Rücken dazu steht. Der trifft nicht, aber sein Cavani, der Mongo. Okay. Der wollte es schön machen aus der Distanz. Aber ich habe das gleiche Gefühl wie bei FIFA 17 am Anfang, dass das Spiel wieder ein Deutel langsamer geworden ist. Ja, das Spiel ist langsamer, definitiv langsamer. Muss man wahrscheinlich auch mal reinkommen. Auch wenn sie wegsprinten, die Spieler sind einfach nicht so schnell. Gut gemacht. Ein paar Tricks für die Galerie. Abseits wieder. Oh, Roni, wieso hast du mich verlassen? Hier mit R2 abdecken, das geht easy. Die sind tödlich! Wow, an die Latte! Wow, das hätte sein können! Geil! Also diese Physis mit L2 kann ich mich auch erinnern, die war von FIFA 16 zu FIFA 17 schon mörderisch, geht jetzt noch besser. Ball abdecken, umdrehen und normal war der weg beim 17er und hier. Also das ist auch Spieler. Also ich probiere es nochmal zu zeigen. Zum Beispiel. Hier, wenn ich ihn nochmal abdecke, ja. Du kannst solchen Raumgewinn machen. Ah. Elfer! Nein, komm schon. Mal. Also wie gesagt, auf Spieler wie Lukaku, da freue ich mich schon wirklich, weil der mit Physis und Geschwindigkeit und dann der Schuss, das wird sicher ein Mörderspieler. Gerade für das neue Gameplay. Ja, und ich bin offen, ich bin offen. Jetzt ich drücke R. Aber der rennt! Angeblich sind die schneller, aber was ist das? Gute alte Rage-Mode vom Danny. Lächerlich, was ich da mache. Mit L2, man kann den so geil abdecken, das ist wirklich Wahnsinn. Oh oh. So, jetzt Roni geschickt. Und Roni, da ist er wieder! Ja. Tschüss! Emotionen im ganzen Stadion. Ja, erstes Spiel kann der Danny natürlich im neuen Jahr nicht gegen mich verlieren, ja. Das so, 5 Minuten nicht. Haben wir noch. Ja, ich mach mal Park the Bus, oder? Gute Alte, ich will den Ball halten. So, was ich jetzt herzeigen will, ist die Sofortwiederholung. Wenn wir die spielen lassen, zeigt hier der, also wir blenden das kurz aus, zeigt er hier wirklich, wo ich den Pass hingeben wollte. Nur wir haben ja die Passhilfe eingestellt. Ach so. Also das zeigt dir wirklich an, wo man hingeklickt hätte. Das ist schon geil. Vor allem für Analyse, wenn du das Spiel wirklich verbessern willst, ist das wirklich hilfreich. Das ist wirklich leibend, ja, dass man seinen Pass auch gescheit im Kopf. Ich habe auch viele Probleme, muss ich sagen, mit Fehlpässen. Gerade beim Aufbauspiel ist das tödlich. Die sind tödlich, wenn du da den Ball verlierst. Zaubern geht immer. Aus! Ja, ich habe gewonnen! Ich beginne das Jahr geil. Sehr gut. Ja, so, das ich war die bin Demo. Den Tränen nahe. Ich habe das erste Spiel gegen den Daniel gewonnen. Man muss dazu sagen, früher hatte ich gegen ihn nie eine Chance. Jetzt hat er keine Chance. Auf der Xbox, aber ja, ich gestehe zu, Jimmy hat besser gespielt. Ein Fazitspiel ist langsamer. Auf jeden Fall. Wenn also du mit L2, also wirklich, wenn du mit L2 den Spieler abdeckst und dich umdrehst, du gewinnst Ball so viel Raum. Ein Pass ins Lauf. Wieder so verbessert worden. Wahnsinn, du kannst wirklich so viel Raum gewinnen mit L2. Langsam physisch starke geworden. Spieler werden dieses Jahr wieder physisch noch besser, wirklich glaube ich. Stark, ja. Und geil ist die Sofortwiederholung. Hier kleiner Tipp wieder fürs Trading vielleicht.
Sofort Wiederholung, geil für die Analyse. Sonst, ja, geiles Spiel, macht Laune. Wir werden jetzt noch ein bisschen spielen und schreibt uns in die Kommentare, und das was ihr davon hält. Gewinnspiel nicht vergessen, Jimmy. Gewinnspiel nicht vergessen. Daran wir verlosen FIFA 18. Also wie schon am Anfang vom Video. Teilnehmen und schreibt uns in die Kommentare, was ihr von FIFA 18 hält.